Wifkas erlebte im Jahre 1999 eine Nahtoderfahrung. Wie kam das und wie war die Vorgeschichte? Ja, als ich schon auf die Welt kam, wurde mein Leben von Krankheit geprägt. Denn meine Mutter war damals schon krank und hatte schon ein schweres Asthma. Und als ich 14 Jahre alt war, hat sie die Diagnose Brustkrebs bekommen. Es war so, dass ich alles miterleben musste, was die Chemotherapie anging, wie schlecht es ihr ging. Und dann war der Krebs erst weg und ihr wurde die Brust auch abgenommen. Und 2 Jahre später ist er aber zurückgekehrt in der anderen Brust. Und es hat damals keiner mit mir gesprochen. Und irgendwann, als es meiner Mutter schon sehr schlecht ging und sie eben schon oftmals auch im Krankenhaus war, in verschiedenen Unikliniken, hatte ich Ende 1998 einen Traum. Ich habe geträumt, dass sie sterben wird. Und für mich war klar, dadurch, dass wir eine sehr innige Beziehung hatten und ich zu meinem Vater ein sehr schwieriges Verhältnis, meine Geschwister waren beide 5 und 8 Jahre älter als ich, habe ich gesagt, wenn meine Mutter sterben wird, dann möchte ich auch nicht mehr hier bleiben. Und so habe ich den Entschluss gefasst, am 25.01.1999 einen Suizidversuch zu begehen. Und ich habe mich mitten auf eine kalte Landstraße gelegt. Es war morgens, es war kalt, es war Winter und habe mich von einem Auto überrollen lassen. Und weil ich gedacht habe, dass ich ihr das Leben schenken kann. Wenn ich gehe, dann kann ich ihr so gesehen das Leben schenken. Und als dieses Auto über mich rübergefahren ist, hatte ich so starke Schmerzen, dass ich gar nicht wusste, was ich da getan habe. Und ich wollte aufstehen, aber ich konnte nicht aufstehen, weil mein linkes Bein verkehrt rum lag. Und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis jemand kam und bis dann der Krankenwagen kam. Ich weiß noch, dass ich kurz im Krankenwagen aufgewacht bin und dann war ich wieder weg. Und dann bin ich im Krankenhaus einmal aufgewacht und habe meinen Vater gesehen, dass er an der Wand stand, mit dem Arzt geredet hat und er hat geweint. Und dann ist es wieder alles schwarz geworden um mich herum. Und dann bin ich durch einen Tunnel gegangen, durch einen schwarzen Tunnel, bis ich ganz weit ein weißes Licht gesehen habe. Und dieses Licht, es hat so viel Wärme erstrahlt, so viel Liebe. Und ich bin weitergegangen und habe dann auf einmal mehrere Engel gesehen. Und es waren so Engel mit so weißen Gewändern und wie man sich eben so Engel vorstellt, mit langen Haaren. Und es war so viel Liebe in diesem Raum, so viel Wärme. Und ich war so unendlich erleichtert und so glücklich, dass ich jetzt da bin und dass es nicht mehr um irgendwelchen Schmerz ging, nicht mehr ums Leid ging und dass ich an sich frei war. Und die Engel haben mit mir gesprochen und haben zu mir gesagt, Kendra, es ist noch lange nicht an der Zeit, dass du hier bleiben kannst. Und ich habe gefleht und gezetert und alles und habe gesagt, aber ich bin doch jetzt hier und es ist so schön hier und ich möchte hier bleiben und lass doch meine Mutter am Leben und dann bleibe ich hier. Ich habe gedacht, ich könnte mich eintauschen für ihr Leben, dass sie weiterleben darf. Weil für mich klar war, wenn meine Mutter geht, gehe ich mit ihr. Und die Engel sagten aber, nein, du hast hier noch eine Aufgabe. Und sie schickten mich zurück. Und man muss sich das so vorstellen, dass ich neben den Engeln stand und dass ich auf meinen Körper geblickt habe, mitten in dem Operationssaal, als die Ärzte am Operieren waren. Ich hatte mein komplettes linkes Bein, war kaputt. Alles, was man sich links brechen kann, war kaputt. Und ich habe mich da so gesehen und ich habe diesen Körper gesehen. Und ich wollte da gar nicht mehr rein. Ich wollte nicht mehr zurück. Aber die Engel haben mich zurückgeschickt. Und irgendwann bin ich dann aufgewacht. Da wusste ich aber nicht, wie lange ich geschlafen habe. Aber das waren fast 48 Stunden später. Haben Sie das danach erzählt, dass es ein Suizidversuch war, den Sie da gemacht haben? Nein, genau das ist nämlich auch meine Lebenslüge, die ich fast 20 Jahre mit mir rumgetragen habe. Ich konnte es einfach nicht übers Herz bringen, meiner Familie, meinem Vater, die Wahrheit zu sagen.
Ich habe mich so unendlich geschämt, dass ich diesen Suizidversuch begangen habe. Und ich konnte das nicht sagen. Ich hatte so eine große Angst, dass ich verstoßen werde, dass ich nicht mehr geliebt werde, dass ich ja nicht mehr dazugehören werde, sodass ich den Suizidversuch wie einen Unfall habe dasehen lassen. Ich habe alle angelogen. Ich habe meine Familie angelogen. Ich habe die Polizei angelogen. Ich habe die Ärzte angelogen. Mein ganzes Leben bestand eigentlich nur aus dieser riesengroßen Lüge, weil ich mich nicht getraut habe, irgendetwas zu sagen, bis 2018. Was war der auslösende Moment, der Sie dazu brachte, die wahren Hintergründe Ihres Unfalls aufzudecken? Im Juni 2018 stand ich unter der Dusche und habe etwas Großes, Hartes an der rechten Seite unter meiner Achselhöhle bemerkt. Und es war ein Tischtennisball großer Knoten. Und ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein, das kann nicht sein. Ich bin gesund, ich lebe gesund. Und trotzdem hatte ich so eine Angst und habe geweint und bin den nächsten Tag sofort zum Frauenarzt hin und habe ihn einen Ultraschall machen lassen. Er hat mich dann zur Mammographie geschickt und da wurde das Ergebnis klar, dass ich Brustkrebs habe. Und als ich das wusste und als ich wusste, dass es ein bösartiger Tumor ist, sehr schnell wachsend, hatte ich noch keine Ahnung, wie ernst die Lage ist und wie sehr ich am Abgrund stand. Und durch eine Kundin damals von mir, und dass ich diesen Brustkrebs, dass ich das öffentlich gemacht habe, dass ich öffentlich darüber gesprochen habe, dass ich Brustkrebs habe, einfach um Hilfe zu bekommen, hat sich die Cornelia bei mir ein paar Tage später gemeldet mit den Worten: Ich kann dir vielleicht helfen, bist du offen für Neues? Und dann habe ich ihr geschrieben und habe gesagt, ja, was meinst du denn genau? Und ja, ich bin offen für Neues. Und dann sagte sie, ja, es geht um etwas Spirituelles. Und ich muss dazu sagen, dass ich vorher noch überhaupt gar nichts wusste von irgendwelchen spirituellen Dingen oder auch sonst Esoterik. Ich hatte mit nichts zu tun. Aber ich wusste bei ihren Worten sofort, als sie mir gesagt hat, sie kann mir vielleicht helfen, dass sie die Person ist, die mir helfen kann. Und dann haben wir ein Telefonat geführt und sie hat mich gefragt, was in meinen vorigen Jahren passiert ist. Denn sie wollte eine Seelenerdung mit mir machen und ich habe gar nicht verstanden, was eine Seelenerdung ist. Und sie hat es mir dann erklärt, was es bedeutet, nämlich dass verletzte Seelenanteile aus dem Körper herausgehen, weil sie so sehr verletzt sind, dass sie nicht zurückkommen und dass man sie nur zurückholen kann von ihr eben durch eine Seelenerdung. Und in dem Moment wusste ich, dass ich jetzt die Wahrheit spreche und habe ihr zum ersten Mal in meinem Leben, sie war die Erste, der ich es erzählt habe, noch nicht mal meinem Mann habe ich es erzählt oder meiner Familie, der ich erzählt habe, dass mein Unfall damals ein Suizidversuch war. Und somit habe ich die Wahrheit gesprochen. Hatte diese Seelenerdung, von der Sie gesprochen haben, einen Einfluss auf Ihre körperliche Gesundheit oder war es vor allem eine Wirkung auf Ihr seelisches Wohlbefinden? Auf alles, auf jeden Fall. Also das kann ich heute zu 100% sagen, dass wenn ich nicht die Arbeit mit Cornelia gemacht hätte und diese Seelenerdung, dass ich nicht mehr hier wäre. Sie war der Mensch, der mich zu dem spirituellen Weg geführt hat, neben dem medizinischen Weg, aber vor allem den seelischen Weg. Und ich kann gar nicht sagen, was das mit mir gemacht hat, was diese Seelenerdung mit mir gemacht hat und wie ich mich danach gefühlt habe. Aber Stück für Stück, je mehr ich auf diesem spirituellen Weg war, desto mehr habe ich nach Hause gefunden, weil ich hatte die ganzen Jahre zuvor in einer Seifenblase gelebt. Ich war gar nicht ganz, ich war gar nicht richtig hier. Ich war überhaupt nicht geerdet und nichts. Und sie hat mir diese Bewusstwerdung gezeigt und mit mir gearbeitet, Tag für Tag. Und ich habe so viele Tutorials mir angeguckt und habe Neil Donald Walsh gelesen. Und mir ist immer mehr klar geworden, was es überhaupt hier, um was es geht und warum ich noch hier bin. Und es wurde mir ja gesagt, dass ich eine Aufgabe auch zu erledigen habe.
Und diese Aufgabe wurde mir von Mal zu Mal klarer. Denn in jeder Chemotherapie, in die ich reingegangen bin, war für mich ein Stück mehr Heilung. Und durch diesen spirituellen Weg und vor allem, dass sie mir gezeigt hat, wie ich mit meinem geistigen Team arbeiten kann, weil jeder Mensch hat ja ein geistiges Team. Und dass wir damit auch arbeiten können und dass die für uns jederzeit da sind und dass sie sich freuen, wenn wir sie anweisen und dass ich mit der göttlichen Quelle arbeiten kann, dieses Vertrauen, diese unglaubliche Liebe zu spüren und auch zu mir selbst zu spüren, das war unglaublich. Ich war vorher so ein scheues Reh und habe mich versteckt und habe immer versucht, angepasst zu sein und perfekt zu sein und alles richtig zu machen und allen gerecht zu werden. Meinem Mann, meiner Familie, meinem Vater. Und dennoch war ja immer diese große Lebenslüge im Raum. Und ich hatte so unendliche Angst, entdeckt zu werden, dass ich mich letztendlich nie getraut habe, die Wahrheit zu sagen, bis eben ja 2018, als ich dann erst ihr die Wahrheit gesagt habe und dann ein paar Monate später meinem Mann und dann auch letztes Jahr meiner Familie und dann an die Öffentlichkeit getreten bin, um diese Lebenslüge aufzutischen und wirklich zu sagen, dass es so wichtig ist, diese Wahrheit auszusprechen. Weil ich hatte so unendliche Angst, auch über diese Nahtoderfahrung zu sprechen. Denn ich habe immer gedacht, dass ich ja irgendwie eingewiesen werde. Dann komme ich in eine Klapse, weil sie denken, jetzt ist es völlig bekloppt. Jetzt sagt sie irgendwas von Engeln und dass sie Engel gesehen hat und dass sie hier noch eine Aufgabe hat. Und da hatte ich so eine riesen Angst vor und so eine Scham, dass ich mir das nicht getraut habe zu sagen. Sind Sie nun nach all diesen spirituellen Erfahrungen von einem Weiterleben nach dem Tode überzeugt? Absolut. Ich habe auch keine Angst vor dem Tod. Das ist das schönste Gefühl, dass ich diese Angst verloren habe. Denn ich wusste von vornherein, dass ich diesen Weg gehe, dass ich auch geheilt werde und dass ich auch ein riesengroßes Stück dazu beitrage, mich selber zu heilen, um den spirituellen Weg und vor allem die Seele auch zu heilen. Und ich muss dazu sagen, ich habe am Ende 1999 im Dezember habe ich noch mal meine Mutter im Traum gesehen, dass sie da war und dass sie zu mir gesagt hat, Kendra, ich weiß, wie schwer dieses Jahr für dich war, das 1999, aber ich werde dir einen Schutzengel schenken und ich werde dir den schicken. Und im Jahr 2000 ist mein Mann an meine Seite getreten und ich weiß, dass meine Mutter ihn geschickt hat und wir sind jetzt mittlerweile seit diesem Jahr 22 Jahre zusammen und ich bin so unendlich glücklich und ich kann sagen, auf jeden Fall gibt es ein Leben nach dem Tod und man muss überhaupt keine Angst haben. Denn Ängste fressen die Seele auf. Und wenn wir keine Angst mehr haben und wenn wir im Vertrauen sind, im Gottvertrauen, dann ist alles so vieles leichter. Frau Zwiefka, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.